Und auch nicht gerade wenig Schaden, den wir da bekommen. So, ich kann mir noch umschauen, ob ich hier irgendwie noch einen... Jo, dann bin ich noch zurückgegangen, bevor... Ja, ich bin noch zurückgegangen, bevor ich Schaden bekommen habe. So, Mint, du haust erstmal ein Item raus, weil ich glaube, die 100 hatten wir noch nicht. Wenigstens gibt es immer Sharpness auf mich zuerst. So schlau ist sie immerhin. Feuer und Licht. Ah, dann lasse ich Amber mal auch Ray an. Und Firestorm halt auch. Maelstrom. Na, dauert mir zu lange. So, erstmal Items. Mint. Magisches Auge auf die Geistliche. Und magisches Auge, ich glaube, die Geraldine habe ich auch noch nicht gescannt. Da kann ich gleich mal gucken, wer mir denn wirklich das Item gegeben hat. Ja, gib dir wieder mal selbst Sharpness. Genau, so für sowas lasse ich das, macht das eigentlich immer aus. Aber naja. Es ist halt praktisch, wenn sie mir Sharpness gibt. Weil ich lieber einen Spruch hätte, mit dem ich hier viel mehr Schaden mache. Als nur Indignation. Aha. Der Powerhammer bringt es also irgendwie schon wirklich. Betäubt dauerhaft meine Gegner. Tadam. Und ein Feueramulett erhalten. Yay. Und ich habe neue Fähigkeiten erhalten. Yay. Was habe ich gelernt? Lightspear! Oh! Moment, dann mache ich das mal für Lightning Tiger Blade rein. 43% schon. So, und ich wollte jetzt irgendwas anderes noch nachgucken. Ich kann erstmal nochmal ein Feueramulett wieder umwandeln. Wir haben ja noch genug Macht der Runen zum Glück. So, jetzt haben wir zwei Eisamulette. Aber bevor ich vier Stück habe, gehe ich hier sicher nicht weiter. So, was soll ich jetzt nachschauen? Irgendwas... Kann ich eigentlich irgendwas kochen? Ab und zu mal? Boah, ich habe schon verdammt viele Rezepte, muss ich sagen. Ein Filetsteak könnte ich machen. Füllt KP auf. Cheeseburger. Füllt KP auf. Füllt KP auf. Och man, ich brauche welche mit TP. Dann gebe ich erstmal... Ember ein... Was davon... Und schaue mich noch mal ein bisschen hier weiter um. Ja, ich wusste es doch. Wow. Ich habe eine Menge Schaden bekommen. Gut, ich habe jetzt eigentlich... Genau, ich wollte nachschauen mit den Monstern. Jetzt fällt es mir wieder ein. Items. Monsterliste. Ich habe 60% schon. Wow. So, suchen wir mal schnell. Nee, die Geistlichen waren es. Nichts. Das ist eine Kojote, Brigant, Veteran. Da, Geraldine. Ja, die geben die Feueramulette. Das heißt, ich muss jetzt so lange hier noch rumlaufen, bis ich noch einen Geraldine finde. Oder zwei. Oder drei. Um von denen die Feueramulette zu bekommen. Öpp, öpp, öpp. Immer schön ruhig da hinten, ja. Was hat ein Dingens da? Mint. Wurde sie gerade gesilenced? Wenn ja, finde ich das sehr scheiße. Aber anscheinend kann sie noch Sachen machen. Also wie viel das so abzieht. Wow. Und das von Gegnern in einem Feuerturm. Zieht das so viel ab? Hallo, machst du mal was? Da hinten? Irgendwie nicht. Nicht so ganz.
Sie hat versucht, mal wieder Magie zu machen und es kam einfach nichts raus. Wie geil. Wieder kein Feueramulett. Moment, dann gehe ich doch nochmal eben hier raus. Und schau mal was nach. Vielleicht kann man die Dinge einfach kaufen. So, Oliveo. Waffenladen eventuell? Knoblauch. Zieh mal, da war ein Schlüssel aus. Aber wann ist da? Nein. Was mich so interessieren würde, gibt es irgendwas Besseres für mich? Ja, Waffen. Zerstörer. Wow. Heiliges Schwert. Basila, Badiche, Damaskus. Ja, es gibt eigentlich eine Menge guter Waffen für mich. So, erstmal gucken wir, ob Rüstung irgendwie was, irgendwo was Nettes ist. Nee. So, ich brauche nun einen. Da. Ich glaube, hier ist das. Nee, Apotheker nicht. Wobei ich kann doch immer was kaufen. Und zwar magische Augen. Bist du das? Apotheker? Nein. Platt, was? Ja, nicht so wirklich. Du bist der Itemhändler. Ja. So, schauen wir mal. Nein. Gut, dann würde ich sagen, ich mache hier eben mal einen Schnitt. Und wir sehen uns dann wieder, wenn ich genug Eisamulette habe, um da durchzulaufen. Also dann. Bis gleich. Und da sind wir wieder zurück. So, nein, nicht die Karte zu machen. So. Was habe ich gemacht? Ich habe eben mal die Sachen gesucht. Guck mal auf mein Geld nebenbei. Das ist nicht von Monstern, denn ich habe ganz einfach einige Items, die wir hatten, verkauft. Zum Beispiel, Moment. Hier vom Agarloch Weihrauch hatten wir zum Beispiel zwei, da habe ich eins verkauft. Oder vom Fell hatten wir, glaube ich, ein paar mehr. Hier davon. Orientalisches Kraut, was wir damals in dem Weißbirkenwald gefunden haben, habe ich ein paar verkauft. Und die Teetasse, die wir hatten, hätte ich auch verkaufen können. Habe ich aber nicht. Die haben auf jeden Fall sehr viel Geld gebracht, je nachdem, zu welcher Stadt man gegangen ist. So, was wir jetzt... Deswegen habe ich jetzt auch mal ein neues Schwert gekauft. Zwar Eiseskälte. Sehr praktisch hier, dass es ein Wasserschwert ist. So. Sollen wir erstmal ausrüsten? Wo haben wir die ganzen Eisamulette? Da. So, sie bekommt auch den Feenring weg. Kriegeramulett weg. Feenring weg. Und du bekommst den Mondstein weg. So, jetzt sind wir gewappnet. Jetzt können wir hier rein. Ne, Moment. Ich erstmal speichern. Jetzt sind wir gewappnet. Jetzt können wir rein. So, ich würde sagen, einfach direkt geradeaus weiter. Denn nun können uns die Räume nichts mehr anhaben. Ich kann es ja mal demonstrieren. Hier, wir bekommen keinen Schaden, auch wenn wir auf glühender Lava laufen. Und ich habe nun ein cooles neues Schwert, muss ich sagen. Was mir gerade auffällt, ich hätte mich auch mal zwischendurch mal heilen gehen können. Das habe ich jetzt gar nicht gemacht. Und unsere neuen Attacken zum Beispiel, die habe ich auch noch nicht gezeigt. Und zwar, nicht unsere neuen Attacken, sondern unsere neue Attacke, die eine. Das ist Lightspear. Man haut so eine Welle hoch und sticht dann nochmal hinterher. Eine sehr coole Attacke auf jeden Fall. Bam! Lightspear! Sieht ein bisschen anders aus als Lightspear aus anderen Tales-Spielen, aber sieht trotzdem cool aus. Muss sagen, mein Schwert sieht verdammt geil aus. So, jetzt können wir hier ein bisschen die Sachen einsammeln. Mischgel, aber ich kann davon nicht mehr tragen. Das wollen wir nochmal eben ändern. So, Typ. Mischgel, wer könnte eins gebrauchen? Ember, eben halt für die TP. Jo, was haben wir hier? Mischgel. Okay, wer kann auch noch eins gebrauchen? Ich. So, Mischgel erhalten. Ich kann es ja mal versuchen hier mit dem heiligen Licht, aber ich glaube, das wird nicht so viel bringen. Na, sauen wir mal. Hm. Schauen wir mal. Omega-Schild. Oh. Leuchtfeuer-Cape. Hm. Schauen wir mal. Omega-Schild. Oh, ja.
Hat heilende Wirkung. Okay. Das da drauf ist ein Omega. Woher das Schild seinen Namen hat. So, hier unten war noch ein Raum, wo ich rein konnte. Und noch einer Truhe. Und Gegnern. Ah, aber es hilft doch ein bisschen, muss ich sagen. Ja. Lass mich mein Lightspear machen. Ach ja, genau, bei den Monstern hilft Lightspear nicht, bei den Geraldin. Weil die sind stark gegen Lichtangriffe. Wow, da kommt das Feuermonster nun an. Worms. X-Star, du machst da hinten nichts. Halte dich schon gut davon ab. Aha, auf den Kopf mit dir. Ah, das bringt... Ah, gut, das bringt noch ein bisschen was. Thunderblitz mal anders. Das war dann ein Riesen-Thunderblitz. Und da kam noch der Mini-Blitz. Also ich muss sagen, Chester muss sich da aber wirklich erbärmlich vorgeführt haben. Angefühlt haben. Weil er denkt sich, yeah, jetzt schieße ich meinen coolen Blitz da mit meinem Pfeil. Und dann kommt Amber und haut einfach mal so ein Thunder, so ein Indignation rein. Und der denkt sich, Chester nur noch... Warum? Und da war ich, dann war ein anderer... Ach ja, unten war der andere Raum, wo ich hoch konnte. Da möchte ich zuerst hin. Ich mache immer Sword Drain. Ja gut, aber die Attacke ist halt auch verdammt gut, muss ich sagen. Jo, danke, dass du das Vieh geheilt hast. Wieso? Wieso tust du das? Na egal, das Vieh ist eh weg. Wow. Ja, man muss direkt erstmal übertreiben. Ja, Emma, du kannst aufhören. Du musst nicht alles immer sofort vernichten. So, wo ich denn... Ich kann ja raten, ich habe mir aufgeschrieben, wo man die Sachen dann am besten verkaufen konnte, die ich da hatte. Falls ihr das auch mal vorhabt. Moment, ich muss mal kurz was mal gucken. Ah, ich heil mal kurz. Ja. Für das Aggerloch Weihrauch habe ich Oliveo gewählt, weil man das dort für 48.000 verkaufen konnte. Magische Wandlung. Eis zu Feuer, Feuer zu Eis. Der Schlüssel zum Wächter des Lebens. Zauberpuppe halten. Genau. Den Aggerloch Weihrauch für 48.000 pro Stück in Oliveo. Das Fell konnte man für 25.000 etwa in Fritzkiel verkaufen. Das orientalische Kraut war in Venezia mit 23.000 das höchste. Und den Tee hätte man in Miguel für 62.000 fast verkaufen können. Also die Teetasse, nicht den Tee. Also wenn ich mal so bedenke, die Frau hat mir da eigentlich, als ich ihre Tochter zurückgebracht habe, 62.000 Geld gegeben. Es tut mir leid, dass ich mich über dich aufgeregt habe, du nette Frau. Dafür, dass du mir so was Wertvolles gegeben hast. Deswegen schauen wir mal, was Mint gelernt hat. Barrier, oh. Ja, warum nicht? So, was haben wir jetzt hier rechts? Links, meine ich natürlich. Wir können hoch. Wäre das der richtige Weg? Bin ich jetzt wirklich den richtigen Weg gegangen? Wieso bin ich da nicht meinen anderen Weg noch weiter entlang gegangen? Na gut, den anderen gehen wir nachher entlang. Ich glaube, Lightspear verläuft auch viel schneller als andere Attacken. Weil der dreht sich ja sofort um und haut die Gegner damit weg. Lightspear! Und da wir die Attacke sowieso noch ein bisschen lernen müssen. Ich glaube, das ist sogar die letzte Attacke, die wir lernen, die wir leveln können. Nee, ist es gar nicht. Wir lernen noch drei andere, die wir leveln können. Aber unter etwas anderen Bedingungen. Aua. Wir hätten das auch viel früher machen können. Versteckt hinter den Felsen habe ich das Monster besiegt. I did it. Oh, Ember hat aber auch schon
viel TP verloren, aber noch geht's. So, jetzt müssen wir kurz gucken. Hier ist nichts. Irgendwo gab es hier einen Schalter oder sowas, oder? Ja, da. Fragezeichenkleidung.